Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir werden heute, wie versprochen, natürlich in der Hauptstory weitermachen. Wir haben in den letzten Folgen Sakais Rüstung geholt, also von unserem Vater die Rüstung. Und ja, ich habe es jetzt schon aufgestuft auf die höchste Stufe und ja, sieht richtig nice aus, würde ich sagen. Und wir müssen jetzt mit Fürst Sakai reden. Da bin ich ja mal gespannt, was der uns jetzt zu erzählen hat. Ich denke mal, dass es dann weitergeht zur Burg Shimura und dass wir, ja, dort die Fieslinge vertreiben müssen. Aber das werden wir jetzt alles gleich rausfinden. Wir schauen mal auf die Karte. Wir sind eh schon ziemlich in der Nähe. Genau. Jins Reise. Eine Abrechnung im Blut. Das ist jetzt das einzige offene Ziel, was wir hier noch haben. Und dann wird es eh schon hochgehen zur Burg Shimura. Genau, das schauen wir uns doch jetzt an. Ich habe schon markiert auf der Karte. Und ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Servus. Und wenn es euch ein bisschen gefällt, lasst mir doch ruhig einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gerne sehen. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal in Richtung der Quest. Müssten wir eigentlich eh jetzt bald in das letzte Gebiet kommen von den dreien. Also ich denke mal, zwei Drittel vom Spiel müssten wir erledigt haben. Und auch mal schauen, vielleicht wird es ja auch Platin in dem Spiel. Ich muss mir die Trophäen auch noch anschauen. Ich habe mir die noch gar nicht angeschaut, was man alles machen muss. So, sprich mit Fürst Shimura, 100 Meter. Mal schauen, wie wir durchkommen. Hier werden wir nicht hochkommen. Aber da müssen wir ein bisschen rumgehen. Irgendwo wird es schon reingehen, oder? Ja, da geht's rein. Tim Roll. Fürst Shimuras Lager. Und Leute, ich habe jetzt das nochmal rausgefunden. Ich habe mir das nochmal angeschaut, jetzt mit den komischen summenden Geräuschen. Ungefähr jede Stunde geht das Laufwerk hier an der PlayStation 5. Ich habe aber im Internet schon nachgelesen, dass anscheinend mehrere Leute oder alle das Problem haben, dass praktisch der CD-Key nicht nur einmal am Anfang abgefragt wird, sondern jede Stunde anscheinend. Ich hoffe mal, dass das bald gefixt wird, weil das nämlich nervig ist, wenn auf einmal das Laufwerk hier anspringt und es so extrem laut ist. Okay, davon ist er auch schon. Behandelt eure Waffe wie eine Erfürst-Sakai, guter Ab. Dank euch haben wir eine Armee, um meine Burg zurückzuerobern. Ich sagte doch, Yuna schafft das. Ich veranlasse bereits Ihre Belohnung. Die Verstärkung des Shoguns wird bald hier sein. Doch vorher müssen wir ein neues Problem lösen. Meine Späher haben einen Befehl des Khans abgefangen. Er war adressiert an Ryuzo. Seine Söldner sind bereit, uns anzugreifen. Wisst ihr, wo Ryuzo ist? Nicht weit. Vor Koyasan. Ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten. Er war mein Freund. Ich kümmere mich um ihn. Tut, was ihr müsst. Unsere Truppen sind kampfbereit, wenn ihr zurückkehrt. Eine Abrechnung im Blut. Ja, ich denke mal, dass wir jetzt gegen Ryuzo kämpfen müssen, unseren alten Freund. Yuna möchte vielleicht mitkommen. Finde Yuna. Wir können nicht alles mitnehmen. Was lässt du zurück? Mehr als du. Du verlässt uns? Dein Onkel hält sein Wort. Unser Boot liegt bei Sonnenaufgang ab. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Ryuzo versteckt sich in Vor-Koyasan.
Ich kann nicht. Bitte verstehe. Ich habe mich mein Leben lang dafür geplagt. Ging hungrig zu Bett. Riskierte Kopf und Kragen, um Geld zu haben für ein neues Leben auf dem Festland. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß das doch auch. Hilf mir gegen Ryozo und ich bringe dich zum Chef. Das ist dein Kampf, Jin. Nicht meiner. Ich will nur... Wir brauchen nur ein neues Leben. Ich halte dich nicht auf. Danke, Yuna. Für alles. Ich hoffe, du findest Frieden. Du auch. Mein Herr, hört auf eure Schwester, Taka. Sie kümmert sich um euch. Lebt wohl, Fürst Sakai. Warum seid ihr alleine, Mitch? Ich kann das allein. Im Schatten der Nacht. Verlasse Fürst Shimuras Kriegslager. Fort Koyasan. Okay, machen wir eine Schnellreise hierher. Ja, war damals schon nicht einfach zu, gegen ihn zu kämpfen. Der ist gar nicht so schlecht, der Ryuzo. Vor Koyasan, ein Nest voller Verräter. Ich muss das vorausspähen. Oh, wow, 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 wow. Das sind ein Haufen Gegner. Mongolen, als wären Strohhüte nicht schlimm genug. Fürst Sakai, wartet! Psst, ihr verratet uns noch. Ich lasse euch nicht allein gehen. Wenn Yuna nicht mit euch geht, dann muss ich es. Darauf seid ihr nicht vorbereitet. In Yarikawa sagtet ihr, wenn wir zusammenstehen, können wir unsere Heimat retten. Oh, ich will jetzt nicht auf den auch aufpassen müssen. Ihr kämpft nicht gegen Mongolen. Wenn euch was passiert, lasst mich sie wenigstens ablenken und einige fortlocken. Das erhöht eure Chancen. Na gut. Wenn sie euch folgen, reitet so schnell ihr könnt ins Lager zurück. Ich enttäusche euch nicht. Los, ich werde jetzt zuschlagen. Ich glaube, das... Hunde! Mongolen sind alle hässliche Hunde! Ich sage Fürst Shimura, dass ihr hier seid. Die Samurai werden euch holen. Sie schneiden euch die Köpfe ab, ihr Feiglinge! Samurai, kommt doch auf! Schauen, ob sie irgendwo einen Durchschlupf gibt. Sie hat schon abgehauen. Gut gemacht, Taka. Und jetzt bringt euch im Lager in Sicherheit. Keine Spur von Ryozo. Er muss hinter dem Tor sein. Kämpfen wir! Für ihr Gurt, Peter!
Okay. Bis jetzt läuft's doch ganz gut. Könnte man schnell schauen bei Techniken. Das haben wir schon aufgewertet. Doppelten Schaden, genau, das wollte ich machen. Begib dich zum oberen Tor. Schön, dich zu sehen. Du weißt, wieso ich hier bin. Ja. Ich habe dafür gesorgt, dass du mich findest. Der Khan will dich treffen. Ich bin nicht zum Reden hier. Du hast uns alle verraten. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Es muss nicht so enden. Doch, Ryoso, muss es. Ah, Penner. Fürst Sakai! Nein! Wahrscheinlich unsere Rüstung weg. Wie? Ihr wart so lange weg. Ich wusste, ihr habt Schwierigkeiten. Ich kam, um zu helfen, aber die Mongolen haben mich... Verdammt. Wir müssen uns befreien. Die werden uns umbringen. Nur wenn wir sie lassen. Versucht, loszukommen. Ich muss das nur lockern. Durst haben. Alak, Milch von meiner Lieblingsstute. Ihr letztes Geschenk an mich. Sie brach sich gestern ein Bein und ich verfütterte sie. Wir tun, was wir müssen, Fürst Sakai. Und deshalb können ihr und ich überleben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel sagte das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht euer Sklave sein.
Auch ich schätze Familie. Und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten? Er ist eine Legende. Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryuzo. Nicht uns. Oh. Eure Legende schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Ich brauche einen neuen. Und ihr müsst erneut wählen. Ja! Ich brauche mein Schwert. Alter Schwede. Tja, wir wissen, wo das jetzt ist. Ah, da hinten. Ich töte alle. Okay. Scheint die Tür zu sein. Besiege alle Strohhüte.
einige hier. Ruhe hier im Puff. Okay. Und das hier mit Vorrede. Hä? Oh, war klar. Jim! Yuna! Ich habe den Khan mit Ryozo ausreiten sehen. Wo ist Taka? Ich weiß, er ist hier. Er hinterließ die Nachricht, er sei dir gefolgt. Wo ist er? Nein. Es war mir klar, dass es genau so kommt. Nein! Nein! Yuna, warte! Taka! Warum hat er nicht gehört? No! Er wollte dich stolz machen. Er wollte sein wie der Geist. Hättest du ihn nur nicht mitgenommen! Ich wollte ihn aufhalten. Aber er wollte helfen. Okay. Diese blöden Hunde! Yeah.
So, noch hier einer. Das waren alle. Die Strohhüte sind vernichtet. Ryoso ist allein. Er lebt noch. Er ist beim Khan. Wir können hier nichts mehr tun. Ich begrabe meinen Bruder. Ich helfe dir. Okay, schauen wir mal. Ich habe gedacht, dass wir gegen den Ryoso noch kämpfen müssen. Ich wollte nie, dass es so kommt. Tut mir leid. Ich wollte ein gutes Leben für ihn. In Sicherheit. Es ist nicht deine Schuld. Es ist meine. Nein. Das war der Khan. Ryoso. Jeder Mongole auf dieser Insel. Hilf mir, sie alle zu töten. Hilf mir, Taka zu rächen. Sollte ich jetzt noch fortgehen? Wozu? Wo sollte ich hin? Und was tun? Ich bleibe hier. Und kämpfe. Geh ins Lager meines Onkels und ruh dich aus. Ich komme hin. War Taka tapfer? Am Ende? Er war stets tapfer. Eine Abrechnung im Blut. Talisman der Einäscherung. Takas Grab. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Hier oben. Das Schicksal Tsushimas. Die Strohhüte wurden in die Flucht geschlagen, aber der Preis dafür ist hoch. Ryoso ist entkommen. So, wie es jetzt hier aber weitergeht, Leute, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, ich denke mal, es nähert sich langsam dem Ende vom zweiten Gebiet. Okay, ist auch im Anfang der Folge auch schon gesagt, aber man kann es ja nie wissen, wie es mit der Hauptstory da so weitergeht. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann machen wir natürlich gleich hier weiter. Und ja, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.